Das ist die Chance deines Lebens. Kostenlose Workshops von früh bis abend. Ständig die Möglichkeit, sich körperlich und geistig zu fordern und ein neues soziales Netzwerk aufzubauen und das eingebettet in einen drogen- und tierhaltungsfreien, gesunden und modernen, respektvollen Rahmen. Ohne Verschwörungserzählung und Destruktivismen. Ich bin mega stolz, dir zusammen mit Nathalie, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre, ein langes Wochenende anbieten zu können, was dein Leben verändern wird. Wir machen ein Camp in einer denkmalgeschützten Bioanlage, wo du schon für 10 Euro für das ganze Wochenende inklusive Dusche, WC, Sportanlage und vieles mehr dabei sein kannst. Dieses Camp ist eine Vision von mir. Menschen begegnen sich völlig ohne finanzielle Interessen, tauschen ihre Fähigkeiten aus, bleiben dabei klar und sind auf das Machbare gerichtet. In dem Camp werden persönliche Fähigkeiten ausgebaut, soziale Ängste abgebaut, viel Wissen vermittelt und neue Brücken zu einem neuen Leben aufgebaut. Dabei werden alte Komfortzonen verlassen und die persönlichen Chancen maximiert. Dahinter steht keine politische oder religiöse Ideologie und daher sind alle Menschen, allen Glaubens und aller politischen Überzeugungen willkommen, die bereit sind, aktiv an diesem Event sich mit einzubringen. Entweder als interessierter Teilnehmer der Workshops oder als Anbieter von Vorträgen, Workshops, Spielen oder was auch immer du aktiv mit einbringen kannst. Wir sind da völlig offen und das Camp ist eine selbstorganisierte Gemeinschaft, deren Grundrahmen von Nathalie und mir bereitgestellt wird. Aber das Füllen, das obliegt den Teilnehmern. Der Grundrahmen, das ist die Übernachtung auf einem Bio-Veranstaltungsgelände im Bergischen Land zwischen Düsseldorf, Essen und Wuppertal. Das ist so ein alter Hof. Da haben wir diesen gesamten Hof von Donnerstag bis Montag für uns gemietet. Einerseits haben wir 30 Betten zur Verfügung, wo du allerdings Laken, Kissen und Decke mitbringen musst und noch ca. 30 Plätze für Zelte oder Menschen, die im Auto schlafen. Wir haben einen riesengroßen Veranstaltungssaal, in dem wir auch bei Dauerregen die ganze Zeit unsere Workshops, unsere Spiele und was auch immer machen können. Wir haben WCs, Duschen sind da, ist genauso am Start wie eine komplett eingerichtete Küche, eine Bar, Kicker, Tischtennisplatte, Basketballkorb, eine große Feuerstelle, um abends gemeinsam zu singen und auch Redekreise durchzuführen. Die Plätze für dieses Event sind allerdings auf 60 begrenzt und wir haben schon da Freunde und Bekannte zuerst informiert worden, über 30 Plätze belegt. Das bedeutet, wenn du mit daran teilnehmen willst, das ist am 22. bis 24. Juli bzw. 21. bis 25. Juli, dann glaube ich, solltest du dich sofort entscheiden, denn wir können die Kapazität nicht über 60 Menschen erhöhen. Dadurch, dass das Festival mehr oder weniger kostenlos ist und wir nur die Miete durch den Hof decken müssen, wo wir auch nochmal völlig verbilligt rangekommen ist durch Nathalie, ist man natürlich schnell geneigt zuzusagen als Zuschauer. Aber um direkt auch wirklich nur Leute am Start zu haben, die sich persönlich weiterentwickeln wollen und die auch bereit sind, aktiv daran zu arbeiten, haben wir ein paar Grundregeln geschaffen. Und die solltest du wissen, bevor du dich anmeldest. Erstens. Eine produktive Grundeinstellung. Einfach mal ein Wochenende chillen, dafür ist das nicht gedacht. Ja, wir werden viel spielen, wir werden viel Spaß haben, wir werden viel tanzen, singen, Mantra, Singkreise, Ecstatic Dance, Impro-Theater, Kommunikationsspiele, das ist alles schon angemeldet. Aber das sind alles aktive Tätigkeiten, genau wie auch alle Workshops wie Qigong, Ayurveda-Kurs, Zen, die zwar den Fokus auf sanfte Heilung haben, aber es sind aktive Dinge und es braucht einen aktiven Fokus. Das ist nichts, wo man sich berieseln lässt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Klar, es gibt auch ayurvedische Massagen, Meridianmassagen, Klangtherapie, haben wir alles schon bereits im Angebot von den Teilnehmern. Alles kostenlos, ne? Aber das sind eher die Ausnahmen, wo man sich wirklich mal so ein bisschen berieseln lassen kann. Du solltest wirklich bereit sein, mit einem aktiven und klaren Geist an dem Event teilzunehmen. Da sind wir beim zweiten Punkt. Ich sagte schon, wenn dir daran gelegen ist, deinen Mitmenschen über böse Pharmaunternehmen, Wirtschaft und böses Facebook aufzuklären, Panik verbreiten willst und Ängste schüren willst, dann kannst du das gerne außerhalb des Camps machen. Aber wir wollen für 3 bis 5 Tage ein produktives und klar auf die Möglichkeiten ausgerichtetes Festival. Das ist kein Camp, das sich von der Welt abgrenzen oder absondern will, sondern das ist ein Camp, wo Menschen sich wieder stärker mit der Gemeinschaft aller Lebewesen verbinden. Egal, was sie glauben und was sie machen. Entsprechend ist das auch ein veganes Festival. Alle Lebewesen. Du kannst sonst gerne tonnenweise Fleisch und Wurst in dich reindrücken, Hunde und Katzen domestizieren oder Produkte benutzen, wofür Tiere ausgebeutet wurden, aber zum Festival selber bitte nur pflanzliche Produkte aufs Gelände nehmen und konsumieren. Und natürlich auch selbstverständlich keine Tiere mitbringen. Gerade dieser Punkt, wer meine Videos zu diesem Thema kennt, ist mittlerweile einer der Punkte, wo auch, glaube ich, die Menschen eine gravierendste Beschneidung an sich feststellen, wenn sie dem beraubt werden.
aus Enttäuschung vor zwischenmenschlichem Kontakt, der aus der fehlerhaften Annahme gründet, dass eigene Defizite vom Partner ausgeglichen werden müssen, kommt es zu völlig logisch negativen Erfahrungen im Leben und davon will man sich bewahren mit dem Besitz eines Tieres. Aber das Übertragen dieser Bedürfnisse, nicht einsam zu sein, geliebt zu werden und selber für jemanden da zu sein, der darüber dankbar ist und man einen Wert da hat, was oft dann eben mit nicht ausgeprägter Selbstliebe zusammenhängt, das wird auch auf dem Festival nicht unterstützt. Keine Tiere. Du kannst außerhalb des Camps, ja, kannst du Tiere halten, noch und nöcher. Aber im Camp müsstest du ohne dein Schutzschild kommen und dich so präsentieren, wie du bist und auch offen auf die Menschen zugehen. Denn sonst kommst du aus diesen Kreisläufen auch nicht raus. Genauso wie aus den Kreisläufen der Substanzen, die dich abhängig machen. Nächster Punkt. Entsprechend ist das ganze Festival komplett frei von abhängig machenden Substanzen wie Alkohol, Nikotin, Hanf, LSD, MDMA und ähnlichen. Ja, auch Kiffen verändert deinen geistigen Zustand und macht abhängig und verhindert, dass du klar, fokussiert, produktiv und bewusst dich mit dir auseinandersetzt. Und ich weiß auch, das sind ganz viele, die jetzt sagen, oh schade, da kann ich nicht kommen. Ist so. Das klingt jetzt alles sehr streng, aber es macht anders keinen Sinn. Und ich habe gelernt, dass ich lieber mit einem kleinen Kreis an Menschen, die wirklich raus wollen aus ihrer Komfortzone, zusammen bin und wir da gemeinsam uns befruchten können, als jeden irgendwie mitzunehmen, der in seinen Kreisläufen gefangen ist und irgendwie unglücklich ist. Das bringt's nicht. Und da gibt's auch andere Camps, da gibt's Festivals und Bücher, kann man das alles machen. Aber hier steht für einen begrenzten Zeitraum von 3 bis 5 Tagen, je nachdem wie lange du dabei sein willst, eine produktive, positive und liebevolle Atmosphäre bereit. Und dazu zählt auch, dass wenn du eine übergroße Angst vor Keimen, Viren und Bakterien hast, auch falsch bist. Wir werden uns umarmen, wir werden nah beieinander sitzen und der ein oder andere wird sich auch abends am Feuer an dich dran kuscheln. Das ist meine Vision einer neuen und gesünderen Welt. Gegenseitiges, freiwilliges Unterstützen ohne finanzielles Interesse, liebevolle und respektvolle Begegnung und ein gemeinschaftliches Zusammensein, das für einen begrenzten Zeitraum das Leid und den Schmerz aus der Komfortzone auszubrechen, höher bewertet als die Kompensationsmechanismen, die man ja, im Alltag integriert oder installiert hat. Ich verlinke dir die Seite zur Anmeldung und da steht auch nochmal mehr oder weniger das, was ich dir heute gesagt habe, was du mitbringen musst und was es für Möglichkeiten gibt zu übernachten. Das Geniale daran ist, dass es eventuell ja sogar das 9-Euro-Ticket für den Regionalverkehr gibt im Juli und du so für 19 Euro, egal wo du in Deutschland lebst, das produktivste und beste Wochenende deines Lebens bekommen kannst. 19 Euro. Geld ist also nicht der Punkt, warum du nicht daran teilnehmen kannst, sondern da musst du dir andere Ausreden einfallen lassen. Ich habe verstanden in meiner Zeit hier bei YouTube, dass der Großteil, selbst meine Videos, nur zur Unterhaltung oder zur Selbstbestätigung nutzt und nicht wirklich was ändern will. Vollkommen in Ordnung, alles gut. Aber ich weiß, es gibt unter meinen Zuschauern eine kleine Masse an Menschen, die wirklich ausbrechen wollen, die sich wirklich verändern wollen und die endlich das Leben berühren wollen. Für diese Menschen ist dieses Camp gedacht. Ich freue mich auf deine Anmeldung. Link ist unten.